So, jetzt könnte ich eigentlich gucken, dass ich den vielleicht noch den ein oder anderen Dingsbums mitnehme. Erstmal hier das Feld ablagern. Lief gut. Doch, muss ich ganz ehrlich sagen. Bis jetzt habe ich richtig Spaß dran. Jetzt muss ich nur gucken. Hier gibt es noch irgendwo einen Fuchsbau, habe ich entdeckt. Die Frage ist jetzt nur, habe ich den schon abgegrast? Nein, den Fuchsbau noch. Benötigte dieser Nari-Schrein, um einen niederen Talismanplatz zu finden. Okay, dann gibt es auch irgendwo noch einen Schrein, den ich noch nicht hatte. Der müsste auch hier irgendwo in der Nähe sein. Hierhin. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier. Ne, wieder ein Füchschen. Alter, das sieht schon geil aus. Guck's dir an. Landschaft, einfach alles. Grafisch ein Traum. So, Fuchs, jetzt. Guckt keiner hin. Nein, nein, das machen wir nicht. Alter, ein Holzfäller. Der hat doch nur Holz gehackt. Der hätte euch bestimmt was abgegeben, wenn man lieb gefragt hätte. Bär! Bleib doch nicht da stehen. Der Schrein hier ist cool gemacht. So in einem Baum. Finde ich super. So, wunderbar. Das hast du fein gemacht. Danke dir, mein Kleiner. Hm? Ja, wer ist denn lieber? Guck mal, wie er sich freut. So, und dann würde ich sagen, guck mal, wir machen gut Fortschritt. Also unten die Insel haben wir schon fast. Hier Itsuhara. 12 von 24. Da sind wir schon bei der Hälfte. Das ist gar nicht so schlecht. Jetzt muss ich nur gucken, dass ich beim Rumlaufen vielleicht doch die Kluft des Reisenden trage. Mongolen haben Geiseln. Oh ja, das war. Frage ist jetzt nur, wie komme ich da am besten hin? War das überhaupt der Schrein, wo gesagt wurde, ich habe da noch nicht genug Zeug, um den kennenzulernen? Ja, da. Super. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber Jonas Bruder ist hier der Hammer. Der Kletterhaken, den der uns gemacht hat, der gute Schmied, der hat uns einfach echt so oft den Arsch jetzt gerettet. Volle Pfeile. Das war's? Lol. Ist aber cool. Auch ein kleines, nettes, kleines Detail. So, die Frage ist nur, wo müssen wir lang? Weil nicht hier lang.
Ich bin so fucking froh, dass ich das Neustingsbums hier bei OBS unterdrückt habe, sonst hätte die diese ganzen Sirenen alle mithören müssen. Also langsam wird's knifflig hier, ne? Also du bist hier gut am Klettern, Kriechen, Hangeln. So, man merkt schon, dass das, dass die Herausforderungen im Gelände durchaus steigern. Fuck! Upsala! Ja. Kaum gelobt, schon aufs Maul bekommen. Das ist doch super. So muss das immer passieren. So und nicht anders. Wir müssen da hoch. Ja, ich sehe da schon, wo wir lang gehen können. Frage ist nur, finden wir noch irgendwo Blümelein. Oh ja, durch die Blümchen. Da wird mir so blümerant. War ich hier nicht schon? Ich hab doch... Na. Alter Schwede. Das nenne ich mal eine Kletterpartie. Wunderbar. Wie lange sind eigentlich bei euch noch Ferien? Die müssen doch auch bald vorbei sein, ne? Meine, diese Woche noch, ne? Lingusterholz. Und einen neuen Talisman. Aber eigentlich bin ich Wohlseins. Wohlseins 1, Entschlossenheit. Inari, gewählt mehr Vorräte, raubt die Fälle beim Sammeln. Das ist auch nicht schlecht. Füge 50% oder weniger. Füge bei 50% oder weniger Gesundheit mehr Schaden zu. Ja, nee. Kopfschusstreffer hat eine Chance von 40%. Alles mal in der Wildheit. Pfeilschaden. Göttlichen Heilungen. Ja, es ist eigentlich alles nicht so schlimm. Eigentlich alles relativ gut. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wie, ich habe einen Sattel. Wolkenrausch, lol. Neue Sattelfarbe, das ist lame. So, wunderbar, dann haben wir das auch schon mal. Ja, Schrein verlassen kann man machen. Dann müssen wir gucken, was wir als nächstes machen. Ich würde, wie gesagt, gerne weiter hier was machen. Warte mal, da ist doch noch was. Kampfhaltungsfortschritt. Das ist doch schon, das riecht doch schon so ein bisschen nach weiteres Mongolenlager. Eine harte Landung, aber nützlich. Okay. Hab mich zwar nur abgerollt, warum du das kommentieren musst, wenn du alleine da bist, ist okay, aber das hinterfrage ich jetzt mal nicht. Der ganzen Scheiße, die du gesehen hast, sind, glaube ich, so Selbstgespräche. Üblich. Ja. Ihr seid gerade alle so ein bisschen stiller, nachdem die Sako uns verlassen hat.
Die Frage ist jetzt, warum? Weil ich euch so langweile, dass ihr nur lurkt? Oder seid ihr von der Geschichte von dem Spiel... Naja, was heißt Geschichte? Oder von dem Spiel gerade doch so stark gefesselt, dass ihr vielleicht gar nicht mit mir sprechen wollt, was ich zwar nicht glaube. Gelurkt. Am Lurken. Ja. Mich überrascht, dass du dieses Wort kennst. Also, ja, das musste man mir aber auch erst erklären. Weil ich das nicht verstanden habe, was das ist. Ja, nee, du hast es richtig benutzt. Ja, ich weiß. Ich hatte das eine Zeit lang nicht verstanden. Deswegen hat man mir das 2-3 Mal erklärt. Deswegen weiß ich das. Habe ich das jetzt richtig benutzt. Also ich will mich da jetzt nicht so in den Himmel loben. Kriege ich eigentlich irgendwas? Also nee, ich bin immer noch ein bisschen... am Kurierguide schreiben. Ja, du hast ja was zu tun. Aber dich frage ich genau. Ich kann den Stream nicht schauen, weil ansonsten der PC wieder abkackt. Da bist du selbst dran schuld. Speicher deine Arbeit. Ey. Hau die neue Grafikkarte rein, die ich dir gegeben habe, und der Käse ist gegessen. Aber du weigerst dich ja, fauler Sack. Da bist du selbst dran schuld. Es gibt ist kein Mitleid. So ist nicht ganz so was? Ist nicht ganz so trivial. Ja, selbst schuld. Du hast alles, was du brauchst. Mongolische Adler. Die Mongolen haben Augen am Himmel. Wenn ihr Adler dich erspäht, wird er... Wenn ich dir noch irgendwie... Kann ich nicht vom Himmel holen? Komm schon. Sag mal, triffst du das Vieh auch? Oder soll ich das Vieh gar nicht treffen können? Ist das ein mongolischer Adler? Weil der folgt mir so ein bisschen. Ah nee, ich habe versucht, meinen gelben Adler zu treffen. Ja, das hat jetzt nichts gebracht. Gibt's hier noch irgendwas? Ja, ich bin ja schon da. Alles wird wieder gut. Das ist super. Ich hatte so viel Glück. Vorsicht da draußen. Bitte. Ein Zeichen meines Dankes. Arigato. Mehr reicht mein Japanisch nicht aus. Okay. Und nein, ich werde mir für dieses Spiel nicht Japanisch aneignen. Ich habe irgendwas von dem bekommen. 2 Verbesserungen verfügbar. Super. Kunai, nehme ich doch gleich mal mit. Ich habe jetzt meine ganzen Pfeile leider verbraten, um meinen eigenen Falken, der mir eigentlich was, oder Adler, der mir was zeigen sollte, zu geben, niederzuknüppeln. Von daher blöd gelaufen. Aber dann ist das so. Man muss auch zu seinen Fails stehen.
Ach, eine heiße Quelle ist das. Nee, aber hier ist eine heiße Quelle. Ich weiß nur nicht, was die bringen, außer dass wir den nackten Arsch von den Typen sehen. So, jetzt gibt es wieder was zu gucken für die Mädels. Ne? Super. Jetzt mal sehen, wir haben hier alle Leute bedient. Schleichfans, Fuchsfans. Ach, machen wir über Yuna. Mal gucken, was denkt ihr denn über die Yuna? Von einer Diebin vom Schlachtfeld gerettet. Was Onkel wohl von Yuna hält. Macht er sich ein bisschen zu viele Gedanken über Yuna? Und du verdrehst unserem Typen den Kopf, Yuna. Dass er in der heißen Badewanne erstmal nicht denken muss, das würde mir zu denken geben. Vielleicht auch im positiven Sinne, das musst du entscheiden. Naja, meint die Diebin, die uns gerettet hat. Hat sie sich ja auch verdient. Hat sie ja gut gemacht. Hey, Backfisch MC. Der Name ist cool. Ich hatte mal einen Lehrer in der 5. Klasse in Chemie. Der hieß auch Backfisch mit Nachnamen. Sind das gute Leute oder böse Leute? Die sind böse. Ich hatte mal Elden Ring gezockt, ja. Aber es ist nicht so meins, weil ab einer gewissen... Ey, ich habe gesehen, was sie mit Millennia gemacht haben und dachte mir so, ja, nein. Das könnte hinkommen. Ich hatte mal eine... Aber nicht wirklich lange und nicht wirklich extrem. Weil mir gefällt die technische Aufmachung von Elden Ring nicht. Die ist einfach viel zu PC-unfreundlich. Und es hat fast ein Jahr gedauert, bis ich eine PS5 bekommen habe. Aber ich werde mir Elden Ring nicht nochmal holen. Weil ab der zweiten Hälfte wird das Spiel einfach in meinen Augen zu cringy, einfach nur noch so random. Dann habe ich gesehen, dass es... Oh, es gibt doch einen Boss namens Millennia. Dann habe ich mir gedacht, ja, pf, nein, macht's gut. Dafür gibt es einfach zu viel Auswahl. Also, wer den Elden Ring mögt, von mir aus. Erste Nachricht des Zuschauers, interessant. Ach, da oben. Das ist ja meine bevorzugte Haltung. Du kleiner. Und ich habe keine. Och, leck mich. Warum habe ich keine Pfeile? Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Kann Ghost of Tsushima Multiplayer nicht mehr spielen. Da steht dann immer, dass Fehler auftreten können. Weil ich NAT Typ 3 habe und dann wird mir immer eine Fehlermeldung angezeigt. Was? NAT Typ 3? Network Address Translation. Ja. Aber ich dachte, das wäre ein Dateiformat. Nee. Das ist irgendwie ein Internetprotokoll und da kann irgendwie ein bisschen was schief gehen. Ich gucke hier gerade nach bei der PlayStation. Also hier steht irgendwas, dass man das ändern kann. Richtig weiß ich es auch nicht. NAT Typ 3 wird von PlayStation nur vergeben, wenn deine Firewall den Datenaustausch zwischen Konsole und Online-Dienst blockiert. In der Folge kannst du auf keine Online-Game zugreifen, auch nicht mit deinem Spielkollegen kommunizieren. Da hat man im Router eine Firewall, die es blockiert. Also entweder,
Wow, shit, was war das denn für einer? Entweder macht man dann, setzt man dann den PlayStation-Dienst auf die Whitelist oder die PlayStation-Verbindung, würde ich sagen. Ich kenne jetzt nur die Dienstbums, die Formatierung von den Datenträgern. Das hat nichts damit zu tun. Ja, also, ich weiß. Das habe ich jetzt auch schon gemerkt. Ich habe ja zum Teil auch recht oft Probleme mit... Andere Online-Games kann ich zocken, nur Ghost of Tsushima nicht. Also es kann vielleicht sein, dass es einfach nur so ein, irgendwie so ein allgemeiner Fehler ist, dass es nicht klappt. Aber so das Grundprinzip dahinter ist eigentlich, dass es halt so ein bisschen darauf ankommt, was sind da für Geräte dazwischen, zum Beispiel Firewall. Und dass dann zum Beispiel die Firewall bestimmte Dinge blockiert. Ja. Und je krasser sie blockiert, desto größer ist der NAT-Typ. Ich habe zum Beispiel bei mir vom PC bis zum Internet habe ich 2 Router dazwischen. Ja. Und da kackt sich zum Beispiel auch Warframe öfters mal ein bisschen ein und verweigert dann eben, dass der Chat-Server funktioniert. Was bei mir ein bisschen den Fehler behoben hat oder manchmal behebt, ist, wenn ich mit VPN reingehe. Die Option funktioniert allerdings nicht immer, beziehungsweise ich kann dir nicht genau zu sagen, wie das ist. Ist aber auch, glaube ich, auf der PlayStation 4 kannst du das nicht ohne weiteres nur mit Software machen. Das heißt, du bräuchtest da eh ein extra Gerät, dass das irgendwie durchroutet. Und die andere Option, an die ich mich entsinnen kann... Oh, was hab ich... Was manchmal funktioniert hat. Ich komm doch einfach nicht klar mit diesen scheiß Sperrkämpfer. Sollte vielleicht mal öfters mal Skills benutzen. So, weg mit Viecher. Super. Na, ich habe jetzt die YouTube-Aufnahme frisch begonnen, mehr oder weniger. Von daher ist es gerade für mich ein bisschen schwierig, auf Klo zu gehen, weil ich muss so dringend kacken gerade. Also geht das nicht mehr, also kann ich nicht mehr zocken, Ghost of Tsushima, oder wie? Könntest du in die Firewall-Einstellung deines Routers gehen und könntest gucken, dass du die Verbindung der PlayStation whitelistest? Dann dürfte das eigentlich keine Probleme mehr geben. Wenn auch risky. Das wäre jetzt meine Radikaloption. Auf gar keinen Fall Leuten empfehlen, ihre Firewall zu deaktivieren. Das ist absolut wirklich richtig blöde Idee. Wenn es nur bei einzelnen Spielen der Fall ist, dann ist es doch eigentlich eher ein Problem des Programms und nicht des Devices. Es kommt so ein bisschen darauf an. Man sagt ja manchen Spieleentwicklern, also generell ist das eher ein Problem von dem Netzwerk und dass irgendein Router nicht richtig eingerichtet worden ist. Ja. Da müsste allerdings mal ein Profi ran. Ich kriege das zum Beispiel auch nicht hin. Ich kenne mich mit Netzwerktechnik nicht sonderlich gut aus. Kann da von daher wenig sagen. Und solche Spiele, also im Grundprinzip könnten die Entwickler von Ghost of Tsushima sagen, hier, wir bestehen nicht auf NAT Typ 3, sondern auch NAT Typ 2 oder NAT Typ 1 sind erlaubt. Haben sie aber wahrscheinlich nicht gemacht, weil sie eben befürchtet haben, also weil sie eben keine Kompromisse bei der Sicherheit eingehen wollen für den Benutzer. Also früher hatte ich NRT Typ 2 und seitdem ich Typ 3 habe, geht das nicht mehr. Hat sich irgendwas seitdem geändert? Hast du einen neuen Router bekommen, installiert bekommen oder so? Ready!
gerade mit dem Dolch attackiert. Aber das Netzwerk geht top. Ja, dann würde ich sagen, hat das Spiel Probleme Typ 3. Wenn es mit Typ 2 vorher funktioniert. Dementsprechend musst du irgendwas geändert haben. Wie gesagt, ich wiederhole es nochmal. Das liegt nicht am Spiel. Ja. Wie gesagt, wenn er von Typ 2 auf... Hatte erst Fritzbox, jetzt habe ich Vodafone. Und seitdem funktioniert das nicht mehr. Aber Vodafone hat doch eine Fritzbox. Die Fritzboxen sind teuer. Ja. Fritzboxen sind ein deutsches Qualitätsprodukt. Und die ganzen Billiganbieter, insbesondere Vodafone zum Beispiel, die interessiert das nicht. Ob die dir im Endeffekt 10 Euro im Monat eine Fritzbox vermieten, die 200 Euro eine Anschaffung kostet oder 240, da amortisiert sich das erst nach 2 Jahren. Oder ob die dir da irgendeinen Billigrouter für 30 Euro geben, da amortisiert sich das für die schon nach 3 Monaten. Und die machen im Schnitt 210 Euro mehr Gewinn über 2 Jahre. Ja, ja. Also Vodafone und die Standard-Router bin ich kein Freund von. Richtig. Das hatte ich nämlich auch schon, dass wir meinen alten WG und vorher, als der Internetvertrag noch über meinen Mitbewohner hier lief, wir hatten auch 120.000 Download-Stream reinbekommen und 25.000 Download-Stream raus. Laut Router, aber der hat nur 50.000 weitergegeben, weil das die Standard-Fritzbox von Vodafone gewesen ist. So. Jetzt habe ich halt meine hier von 1&1. Ich habe mir da eine Special-Box mal gesagt, hier, gib mir mal eine Power-WLAN-Router-Box. Jetzt habe ich hier eine Fritzbox. Aber warte mal, was habe ich denn hier für eine? Die 7412. Und die gibt auch das, was der Router reinkriegt, gibt die auch weiter. Die ist zwar nicht so groß und hat nur ein Netzwerk, LAN-Port-Ausgang. Aber da habe ich mir einfach einen Splitter dazwischen gehauen. Lade es gerade wieder runter und versuche es nochmal. Ja, das wird aber wahrscheinlich wieder nicht funktionieren, weil wie gesagt, es liegt nicht am Spiel. Ich würde es einfach sagen, dass die Fritzbox ist das Problem. Aber das ist bei Vodafone Standard Fritzbox leider. Das liegt auch nicht unbedingt an der Fritzbox. Es liegt sehr wahrscheinlich an der Konfiguration des Netzwerks und wie die das eingerichtet haben. Wahrscheinlich kannst du in der Fritzbox irgendwelche Einstellungen irgendwo ändern, dass das funktionieren würde. Außerdem, Ghost of Tsushima stellt das nicht selber mit NAT Typ 3 fest, das stellt die PlayStation fest. PlayStation hat ein Betriebssystem, das Betriebssystem kann das Netzwerk erkennen und sagt dann Ghost of Tsushima hier, welchen Typ willst du haben von NAT? Ghost of Tsushima sagt 2 oder besser, PlayStation sagt, sorry, ist nur Typ 3 verfügbar. Okay. Und so funktioniert das. Das weiß nicht nur Ghost of Tsushima, das weiß auch die PlayStation selbst. Da bringt ein Download absolut gar nichts. Also ein Neudownload des Spiels, außer dass du Sony Geld kostest. Weil die Server bereitstellen müssen für den neuen Download. Und ich will jetzt noch mal ein bisschen auf die Router drauf eingehen, einfach das Problem ist halt bei den ganzen Routern heutzutage, du zahlst eigentlich nicht dafür, dass du sonderlich viele Features hast, beziehungsweise heutzutage bei den teuren Fritzboxen, die haben eigentlich wenig Vorteile im Vergleich zu den alten Fritzboxen. Du zahlst eigentlich bei den meisten Routern einfach nur Features, die kein Arsch heutzutage braucht. Komfort-Features. Normaler Router normalerweise hat einen einzigen LAN-Eingang und auf der anderen Seite einen einzigen Ausgang und das war's. So ist das ist der simpelste Router, den man sich vorstellen kann. So verlockend das auch klingt. Ja. Du hast Taka das Leben gerettet.
Wir sind erst quitt, wenn dein Onkel frei ist. Und heutzutage, die meisten anderen Router haben dann noch einen internen Switch eingebaut, beziehungsweise manchmal sogar einen externen, also einen, der nach außen hingeht und dir zum Beispiel 4 LAN-Ports anstelle von nur einer einzigen anbietet. Und an diesen Switch ist dann intern meistens noch irgendwie WLAN angeschlossen. Es heißt, euer Neffe jagt meine Männer. Also ein Access Point. Wie eine Bestie. Ihr tatet schon Schlimmeres. Ach, ihr tut so, als seien wir verschieden. Und dann alles andere gibt's noch, Homestreaming und so brauchst du nicht. Das war, aber warum ich trotzdem, von daher tut's auch jeder Billigrouter, Pflicht und Ehre. Warum ich trotzdem jedem empfehle, sich einfach eine Fritzbox zu holen, ist, bei Fritzbox, weißt du, bezahlst du das Geld dafür, dass du regelmäßig Sicherheits-Updates bekommst. Es gibt meiner Meinung nach viel zu wenige Hersteller, die diese Pflicht, die sie eigentlich haben, seriös, also wirklich ernst nehmen und den Routern Sicherheitsupdates geben, die sie eigentlich auch brauchen. Und das führt im Endeffekt dafür, dass viele Geräte gehackt werden und dadurch zum Beispiel auch Internetleistung verloren geht. Das sind nicht Computer oder sowas, die gehackt werden, sondern eher solche kleinen Sachen wie zum Beispiel, wie heißt das? Eine RGB-Glühbirne oder einfach der ganze IoT-Scheiß. Ich glaube, das, was unser Zuschauer einfach wissen will, ist, was er jetzt tun soll, damit es funktioniert. Ja, ich glaube, das wird ihm gerade viel zu technisch dafür. Ja, ich erzähle einfach gerne davon, aber versuch's noch recht simpel zu halten. Die Sache ist, was ich dir empfehlen kann. Ich glaube, mit dem Gigacube Vodafone-Router wirst du das Problem nicht beheben können. Hol dir einen anderen Router, nimm deine Internet-Erkennungs-ID und melde den dann an. Auf diese Tipps zu geben. Warum bringt das nichts? Natürlich würde das was bringen. Wo willst du das denn wissen? Es liegt an der falschen Konfiguration. Sein Router kann das wahrscheinlich, aber erstens, ich weiß nicht, wie es geht. Das ist wie gesagt eine Sache der Konfiguration. Du kannst auch eine Fritzbox so konfigurieren, dass du NAT-Typ 3 hast. Und von daher lieber die Finger von sowas lassen. Unsere Insel braucht ihren Anführer. Das ist generell meine Empfehlung dazu, insbesondere wenn man nicht richtig weiß, was man tut. Eine neue Fritzbox, da wird es jetzt eventuell passieren. Da kauft sich dann eine für 200 Euro und dann funktioniert es auch nicht. Super. Bitte schweigt. Von daher, ganz ehrlich, ich würde irgendjemanden um Rat fragen. Vielleicht ein IT-Profi aus einem familiären Umfeld oder aus einem bekannten Umfeld, der sich mit sowas auskennt, ein Netzwerktechniker, der sowas so vielleicht sogar berufsmäßig macht. Es ist Zeit. Und das ist eigentlich so der einzige Tipp, den ich geben kann. Irgendwas was anderes fällt mir jetzt nicht ein. Ich erwartete eigentlich Strohhutverstärkung. Sie sind nicht hier. Und wir können nicht länger warten. Wie lautet der Plan, Fürst Sakai? Ich dringe mit dem Wurfhaken in die Burg ein. Wenn ich den Alarm ausgeschaltet habe, könnt ihr sicher durchs Haupttor stoßen. So blöd es auch klingt. Können wir keinen neuen Router kaufen. Fürst Shimura wohl im Burgfried fest. Ja. Wenn der Alarm ertönt, okay, richten sie ihn vielleicht hin. Ich bin im Netzwerktechnik auch noch nicht so tief drin. Nein, wir gehen leise vor. Ich meine, was man auch noch machen kann, ist das Ganze vielleicht mal ein bisschen zu... zum Haupttor zurück und fliehen. Klingt nach Selbstmord. Nur bei einem direkten Angriff. Dazu müssen wir hineinschleichen und den Feind im Schlaf erwischen. Wie ein Dieb. Oder ein Geist. Fürst Shimura zählt auf uns. Hier steht zum Beispiel, ich habe nicht mal an diesen Guide gelesen. Ich lese jetzt gerade mal, wie es bei Fritzbox gemacht wird. Und ja, das ist eindeutig die Routereinstellung. Gute Rede. Sicher, dass das klappt? Das muss es. Ich glaube, wir sind jetzt mit der Story doch weiter schneller vorangekommen, als ich wollte, weil eigentlich wollte ich noch nicht in der Story vorankommen. Hol die anderen rein. Wir sehen uns drin. Sei vorsichtig. Hoffe nur, dass ich ready genug dafür bin. Wer wollte jetzt die Tipps haben? Der Backfisch-MC. Backfisch-MC. Okay, MC, ja, ist das dein eigener Router? Ich lade es nochmal runter und dann kann ich euch den Text nochmal sagen. Ich habe den nämlich vergessen.
Ich versage nicht noch einmal, Onkel. So. Ich will erstmal meine Ausrüstung ändern. Ich glaube, der Onkel wird nicht ganz so begeistert von uns sein, weil wir uns doch hier so ein bisschen durchschlängeln. Anstelle von den ehrenwerten Weg zu gehen. Ich weiß nicht mal, wie man in die Routereinstellung kommt. Der Router ist von der Mutter. In die Routereinstellung guckt man eigentlich relativ simpel. Über die Nutzeroberfläche, aber dafür brauchst du halt das Passwort. Brauchst du Zugang zum Router. Also ich zum Beispiel gebe im Browser einfach fritz.box ein, außer mit Chrome, der funktioniert bei mir nicht. Weil der eine VPN-Verbindung hat, dementsprechend muss ich das mit Edge machen. Und dann kann ich da einfach rein. Ja gut, aber es ist ein Vodafone-Router im Verbund, keine Fritzbox. Hey, ist eine Fritzbox. Ist von 1 in 1. Ich meine, beim Backfisch. Ja. Obwohl die Vodafone-Router, die ich gesehen habe, waren auch einfache Dingsbums. Sensei Ishikawa kümmert sich um die Späher. Ja, die Vodafone-Router sind zum Teil spärlich ausgestattete Fritzboxen. Aber die haben dann nochmal irgendwie ihr Menü ein bisschen abgeändert und deswegen, weil das bedeutet aber auch gleichzeitig, dass sie das darum sich kümmern müssen, anstelle einfach die Software von Fritz direkt zu beziehen. Und das bedeutet dann wiederum, dass du zu selten Updates bekommst. Also, ich sag ganz ehrlich, in die Einstellung würde ich an deiner Stelle mit so wenig Alu will ich gar nichts machen. Weil wenn du Pech hast, kannst du alles so einstellen, dass ihr gar kein Netz mehr habt. Und dann muss erst ein Vodafone-Techniker vor Ort kommen und die machen Scheiße. Das haben sie nämlich bei meiner Oma auch gemacht. Kam nämlich auch zweimal der Vodafone-Techniker vorbei und die hat immer noch kein Telefon und immer noch kein Internet. Bezahlt aber schön. Und dann habe ich dort angerufen und hab gesagt, hier, mein Freund, so geht das nicht. Ich krieg keine Verbindung zum Router. Was soll denn das für eine Scheiße? Ist nur gepatcht. Nein, ist es nicht. Backen. So, erstmal YouTube, macht's gut, bis zum nächsten Mal.